Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge Factorio. Ich stehe hier und gucke mir seit 2, 3, 4 Minuten das Spielchen hier an und merke halt, ey, das funktioniert hier halt gar nicht. Aber wir wollten da ja so oder so ein bisschen was ändern und genau, das werden wir jetzt mal versuchen. Wir dürften jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Stahl haben. Jupp, jetzt können wir also auch diesen Ort 2 bauen. Das, was wir eigentlich machen wollten und werden jetzt einfach mal testen, ob das funktioniert, was ich hier mir vorstelle. Was mir jetzt schon mal auffällt, hier läuft gar nichts mehr, weil er nicht läuft und er läuft nicht, weil er nicht läuft und er läuft nicht, weil wiederum er nicht läuft. Und hier läuft nichts, weil Lied halt viel zu voll ist. Okay, verstanden. Gut, machen wir das mal weg. Somit dürfte gleich alles wieder anfangen, ein bisschen zu laufen. Wir müssen also mal gucken, dass wir Lied ein bisschen verbaut bekommen. Aber das machen wir dann danach. Okay, somit dürfte gleich hier ein bisschen wieder Durchfluss sein. Okay, das Zeug geht nach oben, habe ich ja schon gesagt. Geht hier hin. Hier kopseln wir auch nochmal ab. Geht hier hin. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir das Dingen. Können wir das da reinbauen? Nein, können wir nicht. Können wir das da reinbauen? Nein, können wir nicht. Wir könnten es hier oben reinbauen. Das würden wir auch tun. So. Und zwar würde ich hier genau das dahin bauen. Also wir brauchen zweimal gelb. Zweimal. Okay, warte mal. Wir machen es ein bisschen anders. Wir versuchen es doch ein bisschen anders. Wir schieben das Ding hier einfach so weit wie möglich nach oben. So. Dann dürfte er trotzdem das weitermachen können. Und wir dürften das hier hinbauen. Gut. Oh, nein. Haben wir gesaved. So, wir brauchen nochmal zwei davon. Davon haben wir noch einen, das ist gut. Dann kommt nämlich das jetzt dahin. Oh, und wir brauchen noch ein paar Förderbänder. So, das heißt dann, er kommt dahin, er und der kommen dorthin. Okay, das kommt hierhin, das kommt dorthin. Wir brauchen eine dahin und eine dorthin und das. Okay, und somit hätten wir eigentlich alles fertig, oder? So, ihn dahin. Oh, das ist mehr als erwartet. Uff. Also ist die Frage, kommt er damit noch zurecht? Aber ich denke schon. Uff, ist da jetzt ein Durchsatz. Okay, es scheint aber alles zu funktionieren, ne? Was wir noch machen könnten, ist tatsächlich, wir sagen bevorzugt der linke Ausgabe, weil er macht ja beides und beides brauchen wir ja nicht. Also uns wäre ja tatsächlich mehr geholfen, wenn hier mehr rauskommt. So, und was machst du damit eigentlich? Du bist für was zuständig? Du bist zuständig für den Shit hier. Und den Shit haben wir fast voll, alles klar. Dann würde der Shit nämlich würde nicht aufhören. Okay, aber den Shit brauchen wir eigentlich gerade gar nicht mehr, deswegen schieben wir es nach oben. Den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir haben, glaube ich, mehr als genug da. Ach du meine Güte, was ist denn hier? Okay. Moment. Da können wir doch Abhilfe schaffen. Das ist das kleinste Problem. Auch hier müssen wir ein bisschen Abhilfe schaffen, glaube ich, so wie das aussieht. So. Okay. Ist gut. Alter Schwede.
Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt nicht genug Stahl für alles haben, dann... Okay, was kommt denn hier für ein Output jetzt auf einmal raus? Wir könnten ihn sogar noch auf... Ne, ihn setzen wir noch auf kurz. Dass der obere auch noch was abgeben kann. Okay, so und jetzt können wir eigentlich da weitermachen, wo wir eigentlich wollten. Wir wollen unsere Sniper bauen. Wir brauchen hier immer noch ein paar Invar-Platten. Hier auch. So, Stahl ist genug. Invar. Invar ist gefragt. Wir laufen kurz runter. Holen nochmal Invar. Wir sind mehr am Laufen als hier am Machen, ja? Aber gut. Ey, wir haben wirklich die Produktion jetzt gerade wirklich um, ich glaube, 500% erhöht. Also von daher, ich finde das jetzt gar nicht so schlecht. Und wir haben also damit was wirklich Gutes erreicht und gemacht. Und deswegen bin ich da eigentlich super zufrieden mit, dass wir da einfach... Ey, wir haben so viel mehr Rohstoffe. So. Okay, du brauchst jetzt Invar-Platten. Du kriegst Invar-Platten. Und du kriegst noch ein paar Invar-Platten. Okay. Das sind immer noch keine 200, das ist mir bewusst. Aber wir kommen der Sache näher. Der braucht 6 Invar-Platten dafür. 6 Stück. Puh, Alter. Naja. Naja. Wir kommen näher. Wir kommen langsam, aber stetig näher. So, was haben wir hier noch drin? Das ist gut. Das ist gut. Das Eisen, das läuft so voll. Also jetzt... Moment, kann ich nicht hier so einen dahin bauen? Wäre das nicht ratsamer? Kriegt er doch viel mehr Output, oder nicht? So, das läuft nach unten. Ja, die müssen wir auf jeden Fall innen herstellen, die Invar-Platten. Wir könnten die Invar-Platten auch nach oben legen. Das werden wir jetzt auch mal versuchen. Wir werden die Invar-Platten in die Lines, also in die Pipeline da oben reintun, dass das auch schon mal automatisiert da rausfließt. Ich würde den Stahl auch super gerne da hochjagen. Problem ist aber, wir haben halt so viele Endprodukte gerade, die da auch rein müssen. Und ich glaube, das wird halt ein Riesenproblem. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie wir es jetzt am besten machen. Weil wir haben ja natürlich jetzt schon relativ viel stehen, ne? Invar. Ich bin am überlegen, ob wir es doch eher direkt nach oben, also bis hierhin. Ja, bis hierhin legen wir. Und dann ziehen wir nach oben. Ich breche gerade wieder ein bisschen gerade ab, weil wir hier diese Tunnel brauchen, die da. So. Klack, klack. Einen haben wir noch, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. So. Jetzt ziehen wir das dahin. Super. Perfekto. Okay, das sieht gut aus. So, Invar-Platte, Invar-Platte, alles per Lady. Haben wir noch welche? Nö. Ich hab dir noch ein paar Brass in den Kopf geschmissen. Auch wenn du sie nicht haben wolltest. Genau, da kommen die Platten. Wir hätten ja auch den Brass direkt mitnehmen können, ne? Also... Ist das nicht sogar die Idee? Warte mal, die brauchen Brass. Brass? Die brauchen sonst nichts. Also die haben wir ja auch schon ange... Okay, warte mal, dann tue ich die Linie hier doch verdoppeln. Also wäre das da nicht... Moment. Also die legen wir als doppelt hier einfach hin. Wir legen uns hier unten die Brass raus. Brass ist, das ist nicht Brass, das ist Brass. Genau. Und so. Und dann machen wir das nämlich so.
Okay, und dann hätten wir nämlich hier eine Linie nach da oben. Inverbras. Und dann brauchen wir uns da dran nicht mehr drum kümmern. Und dann können wir tatsächlich wirklich andere Dinge machen. Bis auf das Stahlproblem. Da werden wir uns auch nochmal drum kümmern müssen. Ich lasse das mal laufen. Tatsächlich. Und wir gucken mal. Also das wird niemals bis hier oben hinkommen. Das kann ich jetzt schon mal zu 100% sagen. Weil... Müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier wäre tatsächlich eine Übergabe von... Moment. Kriegen wir das hin? Moment. Ich glaube doch, wir kriegen es hin. Aber ich glaube niemals, dass da oben so viel dann ankommen wird. Wir schauen mal. Und zwar, wenn ich das jetzt hier hin mache, den lang greifen lasse und hier sage, ich hätte gerne Stahl. Wir brauchen einen Tunnel. Er braucht nur Stahl, richtig? Ja. Ich glaube ja. Wir gucken gleich aber nochmal. So, das lassen wir hier hinfließen. Das dorthin, das hierhin und dann einen nach oben. Okay. Dann würde nämlich auch das da reinfließen. So, ab wann kommt denn hier? Okay, das ist der letzte Schub, der kommt mit Invar. Ja, Brass haben wir ja oben auf jeden Fall mehr als genug, ne? Also ich habe jetzt da auch nochmal Stahl voll gemacht, Brass ist voll. Also das läuft. Da mache ich mir keine Gedanken. Die werden wir jetzt auch nochmal löschen, beziehungsweise aufheben und hier reinschmeißen. Genau, und da unten sieht man schon, da kommt die ganze Artillerie an Rohstoffen. Da kommt auch das erste Mal Stahl gerade. Ja, ich denke, das könnte funktionieren. Ich glaube, das könnte funktionieren. Ich sage immer, das könnte. Warum sage ich das? Ja, es passieren manchmal Sachen, die so nicht passieren sollten. Wir gucken. So, wir gucken ganz kurz. Stahl wird natürlich jetzt, Inver wird natürlich jetzt voll laufen, weil wir hier überall Inver mehr als genug drin haben. Fehlen dem hier grüne. Okay. Kriegen wir das auch hin? Der braucht auch grün. Eieiei. Okay, jetzt wird es langsam aber eng. Okay, dann müssen wir vielleicht... Wenn ich das bis hierhin mache, hätten wir das gewonnen. Dann können wir das... Okay, ich glaube, das kriegen wir auch hin. So, Moment. Wir brauchen einen normalen Greifer bitte noch. Wir brauchen mindestens davon welche. Und hiervon welche. So. Das hierhin, das dorthin. Okay, das brauchten wir nicht. Hier ist jetzt nichts ausgegangen, was mich stört. Hier auch nicht. Okay, interessant. So, wenn ich jetzt hier, ich habe gesagt, ich würde den bis hier hinlaufen lassen. So, er soll ab sofort das Material von dort und da nehmen. Dann soll hier einen, wir bauen nochmal 2, 3. Er nimmt das Material von dort und soll es nach dort legen. Jo, das passt. Dann brauchen wir hier eine... Upala. Ich baue das mal ganz kurz vor, bis hierhin. Ja, passt.
Passt. Das glimmt davon dort. Okay, ich glaube, wir haben es. Ein Drama. Ein Drama für Militär. Wirklich, ein Drama für Militär. So, und jetzt müssten wir wirklich alles, aber wirklich alles hier unten haben, dass er durchlaufen kann und wir haben keinerlei Probleme mehr. Das bedeutet auch für mich, wir können hier sagen, mach mal die Wirtschaft Militär mit bei. Hallo, nein. Nein. Du machst erstmal einen Sniper, mein Freund. Da ändert er direkt die Auswahl, Alter. Echt, das ist... Ja. Gott. Gott. Gut. Das läuft natürlich jetzt noch ein bisschen langsam. Das ist mir bewusst. Ne? Also. Aber es läuft. Das ist doch die Hauptsache. Wir können ja mal gucken, ob wir das auch irgendwie ein bisschen schneller hinbekommen. Aktuell ist es ja hier diese Inverplatten, die so ein bisschen Probleme machen. Wir können da ja mal Ausschau halten. Okay, alles gut. Ich war jetzt gerade, also jetzt gerade war ich wirklich geistlich verwirrt. Ich möchte da auch nicht drüber reden, glaube ich. Ich habe da was gesehen und ich habe gerade gedacht, schafft er Eisen aus dem Nichts zu erzeugen? Bis ich aber dann erst begriffen habe, dass das Förderband in die andere Richtung zeigt. Und er es einfach vom Förderband nimmt. Alter Schwede, ey. Okay, so, Inverplatten. Was ist hier dein größtes Problem? Stahl, alles klar. Okay, da können wir nicht viel machen. Da machen wir schon alles, was wir können. Das ist wirklich viel. Was wir hier für ein Problem haben, ist auf jeden Fall die gelbe Sülze. Aber da können wir halt wirklich... Ja, da könnten wir schon was machen, ne? Wir könnten noch so ein Ding hier bauen, aber der... Ne, der läuft eigentlich ziemlich stabil durch. Wait a minute. Dann machen wir da noch einen. Wenn es doch so stabil da durchläuft, dann können wir doch unten noch sogar noch einen machen. Einmal drehen. Einmal bauen, einmal placen und einmal rausgeben und einmal bauen. Alles in einem. So. Gluck. So mit doppelter Menge. Wir bauen hier oben mit Vieren, ne? Wie sieht denn allgemein die Quelle aus hier? Das Zeug ist halt immer sofort weg, ne? Also, das Rohr ist aber dauerhaft voll. Haben wir hier irgendwo einen Speicher drin? Nein. Nee, also, das Rohr ist dauerhaft voll tatsächlich. Okay. Also, ich glaube, viel mehr dürften wir nicht machen. Aber es ist ja schon mal doppelt so viel wie vorher. Also von daher dürfte es hier auch jetzt gleich ein bisschen wieder zackiger laufen, weil das sind halt wie immer 4 Eisen. Hier kommen nur 2 raus. Und hier kommt halt noch der Kupfergemülle mit. Ja, dürfte auf jeden Fall mehr sein. Okay, also wir haben schon wieder so ein bisschen was geschafft. Zwar wieder nicht das, was wir eigentlich wollten, aber shit happens. Wir sind wieder für mich einen großen Schritt weiter und näher gekommen, dass es ein bisschen besser läuft. Und ja, ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht. Ich sage bis dahin, tschüss.